was wir heute noch machen werden, ist diese Haarfarbe. Überfällig für mich, zurück in meine Routine zu kommen. Ich war gefühlt den ganzen Monat unterwegs. Ich war in Köln, in München, in Füssen, in Buchloe, ein neues Tattoo bekommen und bin jetzt endlich wieder zu Hause. Und es gibt auch keinen weiteren Plan, irgendwo hinzufahren erstmal. Which makes me very happy. Und deswegen bin ich heute direkt um 6 Uhr aufgestanden, um wieder zurück zu meinen Routinen zu kommen. Nächste Woche ist auch die Zeitumstellung. Das heißt, es ist jetzt eh gut, wenn ich mir wieder angewöhne, früher aufzustehen. Deswegen 6 Uhr it is. Wir haben den 25. März und ich war wirklich diesen Monat, glaube ich, ein- oder zweimal im Büro nur, weil ich halt so viel unterwegs war. Heute geht's auch wieder ins Büro. Ich weiß überhaupt nicht, was ich gerade mit meinen Haaren machen soll. Die sind so puffy. Ich würde mir eigentlich diese Heatless Curls machen über Nacht, aber es hält einfach nicht. Ich werde so wahnsinnig. Ich weiß nicht, was ich machen muss, um das hinzukommen. Zumindest bin ich jetzt wieder in Berlin und der ganz normale Alltag beginnt. Und ich freue mich drüber. Ich freue mich wirklich drüber. Okay, ich mache kurz irgendwas mit meinen Haaren und dann melde ich mich gleich wieder. Okay, es ist einfach ein Haarzustand, mit dem man nichts machen kann. So be it. Auf jeden Fall eine Sache, die ich diese Woche oder diese zwei nächsten Wochen nicht angehen kann, ist zurück in den Sport zu kommen, weil ich habe ein neues Tattoo auf dem Rücken und das ist sehr groß und muss noch verheilen und deswegen kann ich keinen Sport machen und das macht mich wirklich sehr traurig. Ich würde sehr gerne Sport machen, aber it is what it is. Da muss ich jetzt zwei Wochen mal durch und dann kann ich auch wieder zum Sport. Jetzt muss ich erstmal meine Tasche packen für die Arbeit. Morgen. Ich habe schon wieder geschafft, um 6 Uhr aufzustehen. Ich bin stolz auf mich. Ich habe mich gestern gar nicht mehr melden können. Ich war im Büro und danach war ich noch bei der Therapiestunde direkt und habe mit vielen Leuten gesprochen. Aber es war ein schöner Tag gestern. Also ich muss mich öfter mal daran erinnern, dass auch Arbeitstage schöne Tage sein können. Surprise. Und es ist ja auch voll viel passiert. Ich habe zum Beispiel mit meiner Mama telefoniert gestern noch. Sie hat mir auch total gute Tipps gegeben, weil ich würde gerne nochmal in den Urlaub dieses Jahr und sie hat mir gute Tipps gegeben. Und dann habe ich auch noch mit meinem Mitbewohner hier gequatscht. Und deswegen, here I am und hier ist Millie. Und Leute, ich möchte mir heute Abend etwas kaufen, was spannend ist. Ich brauche nämlich wieder ein bisschen Veränderung. But you will see. Ich mache jetzt erstmal meine Morgenroutine fertig. Ich habe die letzten Tage immer um die 100 Seiten gelesen und das werde ich heute auch machen und dieses Buch beenden. Ich lese gerade übrigens The Ashes and the Star-Cursed King. Das ist der zweite Teil von The Serpent and the Wings of Night. Komplett unnötig lange Namen, aber naja. Und es ist richtig, richtig gut. Es ist wie Hunger Games, nur mit Vampiren. Komplett High Stake, super spannend, super komplex, gut geschrieben. Ich kann es komplett empfehlen. Ich lieb's. Ich muss sagen, die Charaktere finde ich ein bisschen bland. Also ich weiß nicht, das ist so das Einzige, wo ich ein bisschen Kritik habe, dass die Charaktere nicht, die haben nicht genug Textur. Es gibt jetzt niemanden, wo ich denke so, oh mein Gott, ich liebe diesen Charakter. Jedes Mal, wenn er was sagt, damn, damn, damn. Das hatte ich bei Shatter Me, das hatte ich bei Agatha. Habe ich hier nicht, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut. Das mit der Routine klappt noch nicht so ganz. Ich bin gerade voll im Stress. Ich habe aber auch zwei Schritte getauscht. Und zwar habe ich erst gefrühstückt gerade und mache mich jetzt fertig. Und irgendwie, nee, ich muss komplett fertig sein und dann kann ich essen und dann kann ich los. Ja,
Auf jeden Fall mache ich mich gerade fertig und fahre dann gleich wieder ins Büro. Meine Haare sind auch einfach ein Desaster. Ich habe schon wirklich überlegt, ob ich mir so ein Styling-Tool kaufe. Es gibt ja den Dyson Airwrap und dann gibt es noch so von Shark. Sowas Gleiches eigentlich. Das ist so ein 5-in-1-Styler. Und ich überlege so sehr, ob ich mir den kaufe. Weil ich habe mir irgendwann mal so eine Rundbürste, die auch gleichzeitig Föhn ist, gekauft. Ja, also wo du so föhnen kannst und gleichzeitig eine Rundbürste hast. Aber das Ding ist so trash. Und ich konnte es nicht zurückgeben. Wirklich, es ist so nervig. Es ist so trash, weil du machst es an und es vibriert so stark. Deine Hand. Und es ist ultra laut. And I don't like. Ich glaube, ich brauche was Neues. Ich brauche irgendwas, was einfach funktioniert. Weil ich hasse Haare machen. Ich hasse Haare machen so sehr. Und ich brauche irgendwas, was einfach ist. Bibabo. Gut, ich mache mich fertig. Und dann bin ich wahrscheinlich gleich schon weg zur Arbeit. Bye, bye. Hallo, Leute. Ich komme gerade von der Arbeit. Und noch viel wichtiger, vom DM. Und jetzt gibt es erstmal einen fetten Haul, Leute. Ich habe wieder mal eine fette Tüte eingekauft, wie immer. Aber, Leute, ich habe jetzt die DM-App einfach. Also, das ist jetzt keine Werbung, aber ich habe einfach fast 5 Euro gespart durch die Coupons. Richtig gut. Erstmal habe ich ganz viele Gesichtsmasken gekauft. Because I need this shit. Immer, ich merke immer so, einmal die Woche brauche ich das, weil sonst meine Haut einfach komplett trocken ist. Hallo Bobby. Hallo Bobby. Bobby, machst du mit mir die DM-Haul? Guck mal, Bobby, für dich habe ich auch was mitgebracht. Zweimal Katzenfutter, weil die gerade wieder ein bisschen picky sind mit dem Essen. Deswegen lecker Rind für die. Hier ist noch eine Gesichtsmaske. Dann habe ich gekauft Kontaktlinsenflüssigkeit und Leute, die ist so teuer. Ich hasse es, aber wer keine Brille tragen will, muss halt tief in die Tasche greifen anscheinend. Und dann Tattoo-Creme, weil meine leer gegangen ist und ich noch ein frisches Tattoo habe, was noch sehr gerne eingecremt werden möchte. Das muss ich auch auf jeden Fall gleich direkt drauf machen. Es ist halt jetzt so eine Billo-Creme, aber to be honest, ich habe jetzt schon gut gepflegt und das wird reichen. Dann habe ich Hairfood gekauft, eine neue Maske. Meine war leer. Das beste Erdnussmus mache ich mir mal in meinem Porridge. Die teuerste Milch, die es gibt, weil die halt einfach geil ist. Reinigungsöl. Und das ist wirklich richtig traurig. Ich habe meins einfach verloren. Also meins war noch fast voll oder so zur Hälfte noch voll. Ich habe es einfach verloren. Wie kann man Reinigungsöl verlieren? Ich weiß es nicht. Zu viel unterwegs gewesen. Rasiergel, ganz klassisch. Ein Ölpeeling mit Meersalz. Toll. Bei mir ist echt viel leer gegangen. Deswegen muss ich so viel kaufen. Mein Haaröl war auch leer. Und Spülmittel. Ich liebe das. Ich liebe den Geruch davon. Damit macht Spülen Spaß. Ich sag's, wie es ist. Und Leute, eine Sache, die ich mir auch gekauft habe, was wir heute noch machen werden, ist diese Haarfarbe. Oh mein Gott. Ich habe gerade nochmal Reviews mir angeguckt und da waren teilweise echt schlimme Reviews bei. Deswegen hoffe ich sehr, dass das was wird. Ich hatte noch nie rote Haare einfach. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Und wenn nicht jetzt im Frühling, wann dann? Deswegen machen wir das gleich. Ich bin sehr gespannt, was das hier zu bieten hat und wie das am Ende aussehen wird. Oh mein Gott. Leute, wusstet ihr, dass mein meistgeklicktes Video, ich färbe meine Haare und habe einen mentalen Breakdown, ist? Jetzt wisst ihr es. Wir rekreieren jetzt dieses Video. Spaß machen wir nicht, weil ich keinen Mental Breakdown habe dieses Mal. Mentally stable and it's a success. Ich creme jetzt meinen Rücken ein und ziehe mein Haarfärbe-T-Shirt an und dann sehen wir uns wieder. Okay, Leute, schauen wir doch mal, was in diesem wunderbaren Behälter drin ist. Ich bin zwar geil, es ist wie so eine Instant-Rahmenbox, lol. Das ist Müll. Wir haben einen Spatel, geil. Developer Cream und Koloration. Das wird da gleich drin gemixt. Handshoes brauche ich nicht. Shea Butter Nourishing Care. Ja, alrighty, let's have some fun, Alter. Nein! Leute, ich habe voll viel daneben. Nein, das ist voll rausgespritzt. Okay. Das sieht halt nicht aus, als ob ich da gleich rote Haare von bekomme. Ist das normal? Eine hat einfach in der Review ein Bild gepostet, dass sie einfach eine ganz falsche Haarfarbe bekommen hat. So ein dunkelbraun-grau. Vielleicht passiert das heute auch. Aber to be honest, Leute, mir wäre es so egal. Mir ist generell vieles egal, was meine Haare angeht. So, gleich gibt es kein Zurück mehr. Und Leute, ihr kennt mich. Ich habe da keine Strategie mit, ne? Ich mache das einfach immer. Ich mach das einfach immer. Vielleicht kommt gleich doch noch der Mental Breakdown. Ich sag's doch, wie es ist. Ja, Mimi. Ich höre dich. Ja, ich höre dich doch, Maus.
Genießen Sie die sinnliche Anwendung, steht da. Wild. Also die Farbe von dem Zeug ist einfach grau. Boah, es stinkt auch übel. Schaut mal. Soll das so aussehen? Wir werden es bald rausfinden, Leute. Also, bislang sieht die Farbe so aus wie von der mit der 1-Sterne-Bewertung. Ah! The fuck? The fuck? Leute, das ist halt nicht Kupfer. Naja, noch habe ich Hoffnung. Ey, das wäre so witzig, wenn meine Haare einfach eine ganz andere Haarfarbe gleich haben, als das, was ich eigentlich wollte. Also, wenn das rot wird. Okay. Ich massiere es jetzt nochmal richtig gut ein, auch in der Kopfhaut. Ich glaube, jetzt heißt es einfach warten und hoffen. Zack. Okay, meine Lieben, ich räume hier auf, stelle einen Timer auf 1 Stunde. Let's hope. Let's hope for the best. Oh mein Gott. Leute, ich esse einfach das gleiche zu Abend, was ich auch gefrühstückt habe. Und zwar Brot mit Avocado und Räuchertofu. Wir haben irgendwie nicht so viel zu essen zu Hause und ich musste irgendwie kreativ werden. Aber ich liebe es, Reste zu verbrauchen. So, let's go. Okay, Leute, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ich gehe mir jetzt die Farbe auswaschen. Wünscht mir Glück. Okay, Leute, seid ihr ready für den Reveal? Was geht? Ja. Ich habe rote Haare, guys. Ist das ungewohnt? Ich glaube, ungewohnt ist noch ein Understatement. Es ist wirklich sehr ungewohnt, aber ich bin nicht unzufrieden. So viel kann ich schon mal sagen. Also ich finde es eigentlich echt cool. Ich muss mich, wie gesagt, ich muss mich noch dran gewöhnen. Ja, es hat was. Es ist auch relativ gleichmäßig geworden. Also ich habe auf jeden Fall in der Mitte ein paar dunklere Stellen, aber es liegt ja auch einfach daran, dass die unteren Haare noch blondiert waren. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein gutes Stylinggerät für meine Haare. Wenn ich hier schon mal sitze und es vor mir habe, ich habe mir ein paar Klamotten bestellt gehabt für Pole Dance. Und ich glaube, jetzt mit den roten Haaren wird das sogar noch cooler aussehen. Und so habe ich mir einmal so ein Buddy gekauft. Ich brauche unbedingt noch irgendeinen schwarzen Tanga oder sowas, den ich darunter ziehen kann, weil ansonsten... Und der ist halt auch so schulterfrei. Das heißt, man sieht mein Tattoo hinten auch gut. Und um den Look zu completen, habe ich mir noch schwarze Stulpen gekauft, die dann an die Beine kommen. Und dann mit den Heels. Das wird einfach, glaube ich, richtig, richtig, richtig gut aussehen. Und für alle anderen Looks habe ich mir noch weiße Stulpen gekauft. I'm in my Stulpen-Era. Ja, Leute, heute mache ich Homeoffice. Ich bin schon komplett fertig. Und gleich geht's los. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Vielleicht lese ich noch eine Runde. Ich habe meine Haare jetzt schon auf Instagram geleakt und die Nachrichten sind alle sehr positiv. Ich meine, es wird mir auch keiner ins Gesicht sagen, Clara, es sieht scheiße aus. Also natürlich sagen nur Leute, dass es gut aussieht. Anyways, ich ertrinke heute wieder so ein bisschen in Arbeit. Wir sind gerade wieder in so einer Phase, wo Urlaubsvertretung ansteht. Und deswegen melde ich mich so wenig, weil ich einfach so viel zu tun habe gerade. Und da ruft auch schon wer an. So, Leute, mein Kopf ist komplett am Qualmen. Ich hatte so einen busy Arbeitstag. Naja, macht ja auch Spaß, ne? Auf jeden Fall steht jetzt Abendprogramm an und ich werde erstmal was essen. Und wenn ich dann Kraft gesammelt habe, werde ich mein Zimmer aufräumen, weil ich war jetzt lange unterwegs, ich will zurück in die Routine kommen und man sieht es an meinem Zimmer, dass ich nicht in einer Routine bin. Es ist nämlich für meine Verhältnisse schon sehr unordentlich. Ich weiß, bei anderen ist es schlimmer, pipapo, ich will mich gar nicht beschweren, aber ich liebe eine ordentliche, saubere Umgebung. Und bei mir sieht es gerade so aus. Hier liegt ganz viel Schabam rum. Hier liegt Schabam rum. Der Schreibtisch ist unordentlich. Das Bett ist unordentlich. Hier ist nicht geputzt. Deswegen wird das jetzt gleich in Angriff genommen, nachdem ich mich gestärkt habe. Thank you.
Leute, ich hätte so gerne AirPod Max, einfach nur für die Ästhetik. Your girl is broke at this moment. Über das finanzielle Thema werde ich übrigens auch im nächsten Reset-Video einmal ein bisschen genauer nochmal drüber sprechen. Ich denke nämlich, dass das ganz interessant ist oder ganz spannend sein könnte. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt fertig. Er sieht schon so viel besser aus. Das hier ist jetzt cleaner. Der Schreibtisch ist clean. Das ist ein immediate To-Do. Das werde ich spätestens Freitag erledigt haben. Da ist die kleine Millie Mausi. Hallo. Das Bett ist gemacht. Es ist geputzt. Happy. Endlich wieder eine resettet, saubere Umgebung. Leute, ich lese gerade auf dem Kindle Twisted Games, beziehungsweise ich habe das schon vor einer ganzen Weile angefangen, ja. Und da habe ich bis 50% gelesen und ich glaube, da war ich in Köln gerade, also Anfang des Monats. Und dann hatte ich keine Lust mehr auf das Buch und habe erstmal was anderes gelesen und dachte mir so, ja, ich brauche jetzt irgendwie Fantasy und danach gehe ich halt zurück zu Twisted Games. So, seitdem habe ich The Serpent and the Wings of Night, Cruel Prince und Ashes and the Star-Cursed King. Die Titel sind wirklich zu lang. Diese drei Bücher habe ich gelesen und jetzt gehe ich wieder zurück zu diesem Buch, ja. Ich habe immer noch keinen Bock drauf. Ich sollte es einfach nicht lesen. Das Problem ist, wenn man an diesem Punkt ist, dann ist es so schwierig, das nächste Buch zu wählen. Weil was, wenn ich darauf dann auch keinen Bock habe? Was, wenn es nicht am Buch liegt? Was, wenn es an mir liegt? Ich habe so Angst, dass ich halt irgendwas von meinem Card hier anfange und dann auch keinen Bock drauf habe und dann zwei angefangene Bücher habe, die ich nicht weiterlese. Es ist wirklich ein Struggle. Eigentlich wollte ich gestern anfangen, Daisy Hates weiterzulesen. Das hat bis Seite 7 geklappt. Und dann dachte ich mir, nee, ich brauche gerade was Leichteres zu lesen. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Vielleicht irgendwas Rom-Com-mäßiges, Young Adult. Irgendwie sowas. Aber irgendwie spricht mich gerade nichts an. Ist das ein sogenanntes Reading Slump? Ich glaube schon. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe mich gestern Abend noch dazu entschieden, Daisy Hates zu lesen. Heute Morgen habe ich auch weitergelesen. Ich bin jetzt schon auf Seite 77. Das heißt, seit gestern Abend habe ich 70 Seiten gelesen. Das ist doch fantastisch. Und ja, mir gefällt es, obviously. Ich liebe die Reihe über alles. Aber ich bin einfach immer noch nicht der größte Fan von Daisy. It is what it is. Leute, ich vermisse Sport gerade so sehr. Ich möchte einfach nur ins Gym gehen, zum Pool gehen. Es nervt wirklich doll. Und was ich noch vermisse, ist Baden. Oh mein Gott. Vor allem ist es gerade noch so recht kühl. Let me check. Ja, wir haben halt nachts schon auf jeden Fall gut unter 10 Grad. Am Samstag wird es fucking warm. 23 Grad. Ich freue mich drauf. Ich muss sagen, ich finde heute meine Haarfarbe so geil mit dem Outfit. Oh mein Gott. Ich bin wirklich happy, das gemacht zu haben. Es war eine gute Entscheidung. Es war auch einfach mal wieder Zeit für was Neues. Ich meine, ich hatte einfach so rausgewachsene Haare. Ich hatte ja kurzzeitig überlegt, ob ich mir sie wieder kurz schneide oder kürzer schneide und halt einfach meine Naturhaarfarbe rocke. Aber to be honest, ich bin einfach kein Fan von meiner Naturhaarfarbe. And that's okay. Bald habe ich es geschafft. Bald ist dieser Tag vorbei. Dieser Arbeitstag. Und dann ist langes Wochenende. Ja. Ich freue mich so sehr darauf. Bobby freut sich auch. Ich freue mich auch auf heute Abend, wenn ich mein Bullet Journal für den April aufsetze. Ich wollte gerade Mai sagen. Wieso dachte ich, dass wir schon Mai haben? Aber später wird das hier wieder aufgesetzt. Ah, ich freue mich. Jetzt muss ich nur noch circa 2 Stunden durchhalten.
morning, friends. Wir haben jetzt Freitag. Es ist Feiertag. Ich hatte gestern so einen schönen Abend mit einer Freundin hier. Wir haben unsere Bullet Journals gemacht für 5 Stunden und gequatscht. Ich bin lange nicht fertig geworden, weil wir einfach ja nicht komplett konzentriert waren. Aber es war so eine schöne Zeit. Deswegen habe ich auch vergessen zu filmen die ganze Zeit. Auf jeden Fall mache ich das heute noch zu Ende, dass ich mein Bullet Journal fertig mache. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich werde mich aufs Sofa setzen. Ich werde mir, glaube ich, irgendwelche Dokus anmachen. Weil Leute, ich hatte so eine Revelation. Und zwar habe ich gedacht, dass ich total schade finde, dass ich nichts mehr lerne. Also, dass ich nicht mehr über Sachen lerne, die ja eigentlich auch gar nichts mit meinem Beruf zu tun haben. Sondern einfach wie in der Schule, dass du halt Mathe, Bio, was auch immer hast und einfach Sachen lernst. Und deswegen möchte ich jetzt wieder anfangen, Sachen zu lernen. Mir ist es total wichtig, dass ich einfach mal wieder meinen Horizont erweitere. Weil ich lebe in so einer Blase. Ich beschäftige mich mit so wenigen Sachen, die nicht mit Social Media oder was auch immer zu tun haben. Und es reicht. Deswegen werde ich mir heute Dokus raussuchen. Falls ihr gute Doku-Empfehlungen habt, über egal welches Thema, ob es Kunst ist, ob es Astronomie ist, ob es Geschichte ist, let me know. I wanna watch it. Ich habe jetzt sturmfrei bis Montag, glaube ich. Und ich freue mich so sehr darüber, weil das Ding ist, Leute, ihr müsst wissen, ich habe damals in Köln, habe ich alleine gewohnt und das war meine komplette Primetime, als ich da alleine in meiner Einzimmerwohnung war. Und ich war auch wirklich glücklich damit. Nur dann kam Corona. Und dann war ich nicht mehr glücklich damit. Dann war ich ziemlich einsam damit. Und ich habe da wirklich lange gewohnt. Ich glaube, ich bin Ende 2018 eingezogen und Anfang 2021 ausgezogen. Über 2 Jahre habe ich in der Wohnung gewohnt. Krass. Auf jeden Fall war das meine Primetime. Dann bin ich in eine WG gezogen, damit ich nicht mehr so einsam bin wegen Corona. Und seitdem ist alles so seinen Lauf gegangen und ich bin jetzt hier in einer Dreier-WG sogar. Also vorher in Köln war ich in einer 2er-WG, jetzt bin ich in einer 3er-WG. Und to be honest, Leute, es ist nicht meine natürliche Umgebung. Es ist nicht mein natürliches Habitat, mit Leuten zusammenzuwohnen. Ich bin viel lieber alleine, to be honest. Und deswegen mache ich das Beste aus diesem Wochenende und ich freue mich sehr darauf. Einfach mal wieder chillen zu können, einfach mal wieder machen zu können, was ich will. Jetzt mache ich mir erstmal Frühstück. Ich habe nämlich echt Hunger. Leute, mir ist tatsächlich einfach richtig langweilig gerade. Ich habe irgendeinen Film angehabt, ich habe gekocht, ich habe mein Bullet Journal fertig gemacht. Ich habe euch ja schon das Titelbild gezeigt vom April. Aber mehr dazu gibt es im nächsten Video, im Monthly Reset. Aber ich finde es tatsächlich auch mal ganz gut, Langeweile zu haben, weil heute ist so ein bisschen Entspannungstag. Ich hatte ja eine anstrengende Woche, muss mich ja auch einfach mal wieder entspannen, weil das gehört auch zur Routine dazu. Das gehört auch zu einem ausgeglichenen, wichtigen, produktiven Leben dazu, dass man sich halt eben auch ausruht. Und heute ist mein Ausruhtag. Ich habe gerade auch über eine halbe Stunde einfach nur auf Instagram Reels rumgescrollt und ich bin ja nicht so der größte Fan von Shortform-Content und Social Media abhängen. Aber manchmal erlaube ich es mir halt dann einfach trotzdem ein bisschen auf Instagram rumzuscrollen, weil es mich auch voll inspiriert an manchen Tagen. Und keine Ahnung, ich speichere dann immer irgendwelche Japan-Reels, weil ich unbedingt noch nach Japan nächstes Jahr, übernächstes Jahr irgendwann. Und ich überlege gerade, was ich jetzt mache. Weil ich will irgendwas machen, wo ich mich nicht zu zwingen muss. Ich will aber auch nicht mehr auf Social Media rumhängen. Also ich will entweder irgendwas gucken oder was lesen oder sogar was spielen. Ich habe gerade überlegt, ob ich Skyrim weiterspiele. Ich habe das ja im Dezember voll viel gespielt, als ich so lang krank geschrieben war. Ich glaube, ich muss gerade erstmal wieder aus diesem Scroll-Haze rauskommen und meinen Kopf einmal clearen. Und dann weiß ich, glaube ich, besser, was ich gerade will, brauche, machen möchte. Ist auch ein guter Tipp, wenn man so einen freien Tag hat. Entspannung bedeutet ja auch nicht immer nichts machen, sondern Entspannung bedeutet etwas anderes machen, als man sonst macht. Also Entspannung kann bedeuten, dass ich auf dem Sofa liege und lese. Entspannung kann bedeuten, dass ich wandern gehe, Sport mache. Es kann bedeuten, dass ich koche, dass ich den Haushalt mache. Es kann bedeuten, dass ich mich mal um Probleme kümmere, die irgendwie schon ewig anstehen, weil es halt einfach was anderes ist als das, was man sonst day-to-day macht. Man muss halt echt lernen, auf sein inneres Gefühl hören zu können, auf seinen Bauch zu hören, weil das Bauchgefühl sagt einem so oft, was man braucht und was man gerade tun sollte.
Okay, Leute, es wird heute nichts mehr passieren. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon von euch. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr diesen Vlog angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sind jetzt alle wieder in unseren Routinen zurück. Ich bin es auf jeden Fall. Ich habe es die ganze Woche geschafft, um 6 Uhr aufzustehen und mich heute schön zu entspannen. Ich würde sagen, das war eine sehr erfolgreiche Woche. Und ja, ich habe eine neue Haarfarbe. A lot happened. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf nächste Woche und wieder Sport machen zu können. Und übermorgen ist der 1. April. Da wird mein Monthly Reset gefilmt. Dann werde ich euch auch ein bisschen mehr zu meinem Bullet Journal und meinem Budgetplan erzählen. Also, falls ihr es nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute! Bye!